Sie alle längst, dass Sie in St. Petersburg geboren und zunächst aufgewachsen ist und dann Anfang der 90er Jahre nach München kam oder nach Deutschland kam vielmehr und mit Ihrer Familie. Und sie hat dann erstmal Journalismus studiert in München, bevor sie ganz durchgestartet ist mit der Schriftstellerei. Sie hat einschüchternd viele Bücher schon geschrieben, ich glaube allein 7 Romane, aber auch noch andere Bücher, also unerhört produktiv und nicht nur das, auch preisgekrönt natürlich, Ernst-Hoferichter-Preis beispielsweise oder den Ravensburger Stiftungspreis und viele mehr. Du schreibst auch zu gesellschaftspolitischen Themen regelmäßig in großen Medien wie Spiegel, Zeit, Süddeutsche und andere mehr. Momentan natürlich auch zum Thema Ukraine-Krieg. Vielleicht werden wir noch das Thema am Ende noch ein bisschen streifen. Du bist also das, was man bei uns eine engagierte Schriftstellerin nennt, aber wie ich immer finde, auf gute, auf ironisch, auf selbstironische Art und Weise. Ab und zu kann man ihr auch einen Kommentar entlocken, wie seltsam das ist, dass es bei uns alles immer sofort so einen Sprachstempel braucht, wie engagierte Schriftstellerin und diese Form von deutscher Sprachstempelei kommt auch in diesem Buch an der einen oder anderen Stelle vor und darum soll es jetzt gehen. Wer wir sind, man darf auch überhaupt erstmal vielleicht gratulieren, ein unglaublich erfolgreicher Roman. Ich glaube, 4. oder 5. Auflage, glänzende Rezensionen. Seit fast einem Jahr reist du durch Deutschland und liest hoch und runter und kein Ende in Sicht. Also du hast da offenbar einen Nerv getroffen oder vielleicht kann man auch einfach sagen, ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Für die es noch nicht so gut kennen, werde ich ganz kurz vielleicht eine Orientierung geben, bevor wir gleich mal einfach hineinhören können, vielleicht in die erste Passage. Es ist ein autobiografischer Roman, kann man vielleicht sagen, der sehr verkürzt gesagt die Herkunftsgeschichte einer Figur erzählt, die deinen Namen trägt, dir ziemlich ähnlich ist, höchstwahrscheinlich. Und die der Frage nachgeht, wer wir sind. So heißt der Titel des Buches. Und dass dieses Wir, das ist sicherlich auch irgendwo unsere Gesellschaft, das sind tatsächlich wir, weil es die Konflikte, um die es geht, auch gesellschaftliche Relevanz haben. Aber es ist zunächst auch der engere Zirkel, das Wir, das ist die Familie der Erzählerin, das ist deine Familie und die und das, was sie zusammenhält oder möglicherweise auch trennt oder vorübergehend trennt. Ich sage deine Familie, aber nicht ohne den Hinweis natürlich sofort, dass es sich trotzdem um einen Roman handelt. Nicht nur, weil Roman draufsteht, sondern tatsächlich vor allem auch, weil er ganz offen, also ganz formbewusst und gekonnt mit literarischen Mitteln umgeht und gestaltet ist. Und auch weil diese Frage nach Wahrheit und nach der Zuverlässigkeit der Erzählerin selbst eine Rolle spielt in dem Roman und immer wieder kritisch betrachtet wird. Also keine Autobiografie im herkömmlichen Sinne. Inzwischen hat sich sozusagen für diese Form von Prosa der Begriff Autofiktion eingebürgert, also eine Art flirrendes Zwitterwesen von Buch, kann man vielleicht sagen. Wir erfahren ganz viel über die Familie, die Kindheit in St. Petersburg, über die Verwandtschaft, die ist teilweise schräg, aber auch tragisch verstrickt und über die Ausreise nach Deutschland, die erste Zeit im Asylantenheim, so nannte man das damals noch, eine Zeit der Fremde, auch der Entfremdung auch irgendwann von der eigenen Familie und immer wieder und das ist für mich vielleicht der Kern des Buches, die Selbstbehauptung der Erzählerin durch Sprache. Wie ist für mich überhaupt eigentlich vor allem ein faszinierendes Buch über Sprache ist. Sprache, das gleichzeitig ein Ort der größten Scham und auch der größten Freiheit sein kann. Und dass das Entscheidende oft
zwischen den Zeilen steht, so wie die Erzählerin zwischen den Zeilen zweier Kulturen gewissermaßen geklemmt ist, was manchmal oder oft schmerzhaft sein kann, aber eben auch nicht immer. Also dieser Transitzustand, der ist ja auch ein pulsierender Zustand, ein lebendiger Zustand. Und genau das spürbar zu machen in der Sprache, ohne es die ganze Zeit ausbuchstabieren zu müssen, wie ich es jetzt tue, dieses Ringen und Suchen nach Würde und einer Ich-Stärke, dass das alles unterschwellig geschieht, nur durch Tempo und Rhythmus und Ton der Sprache, ganz selbstverständlich, als wäre es nicht das Schwierigste beim Schreiben überhaupt. Das ist wirklich das tief, tief Beglückende für mich an diesem Buch. Das wollte ich unbedingt noch sagen am Anfang. Und jetzt hören wir vielleicht einfach mal rein in die erste Passage, damit Sie ja so ein bisschen Gefühl für den Text kriegen und dann reden wir weiter. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt ganz eingeschüchtert von dem, was Frido gesagt hat und weiß nicht, ob ich, also ich hoffe, das Buch hält es und freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, das ist von allen Münchner Orten mein Lieblingsort, an dem ich hätte lesen können. Ich fange mit der ersten Seite an, mit dem ersten Kapitel und eigentlich fange ich mit dem ersten Buchstaben an. Ja. Ja heißt ich, ausgesprochen ja. Ich heißt auf Russisch ja. Ein Buchstabe nur, der letzte im Alphabet. So wurden wir auch groß und erzogen. Ja, Paslenia Bukva Volfavici. Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Das hat dann jedes Ich will, ich mag, ich muss, ich mit einer Faust erschlagen. Die Ordnung der Buchstaben, die uns Kindern den Egoismus austrieb, in aller Seelen Ruhe. Ich erinnere mich meistens leise. Ich will aber, ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Ich will aber diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört. Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich. Dankbar, aber Danke sage ich nicht. Hoffe wahrscheinlich, dass meine Eltern einfach wissen, oder aber ich denke zu wenig an sie. Jetzt versuche ich, es den Kindern weiterzugeben. Nur diesen Satz, ja, Paslenia Bukva Volfavici, den lasse ich weg. Wir sprechen meist eine andere Sprache. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben. Ja, heißt ich. Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt, wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wer ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. Und mich erinnere an diesen Satz, ja, ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Wie ich mich erinnere, leise, an alles. Ich habe im Internet gelesen, sagt mein Vater, die Arme vor der Brust verschränkt, dass du ein neues Buch schreibst. Er sitzt im Schreibtischstuhl, ein schwarzer Chefsessel aus Kunstleder. Ich besuche meine Eltern, liege auf dem Bett, auf der synthetischen Tagesdecke, auf dem Rücken, die Knie angewinkelt. Habe die Arme ebenfalls verschränkt unter dem Kopf. Zwischen uns versuchen Erwartungen, die Stille zwischen Frage und Antwort auszufüllen. Schwirren zischend. Was hast du wo gelesen? Ich wackle mit den Zehen, die Socken gestreift. Minuten ticken davon. Dass du ein neues Buch schreibst, dass du irgendwo aus dem neuen Buch gelesen hast. Weiß nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber generell weiß ich genau, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wo du das gelesen hast. Wo, das ist auch nicht wichtig. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, schreibst du? Nein, ich schreibe nichts. Wann soll ich den schreiben? Du siehst doch, wie mein Leben ist. Ich wackle mit allen Zehen. Mein Vater sieht nichts von meinem Leben. Mein Vater hatte niemals einen Vater. Auf dem Hochzeitsfoto meiner Eltern vom Standesamt hält er die Hand seiner Mutter. Ihr faltiges Gesicht lächelt nicht. Ich weiß nicht, warum sie nicht lächelt. Ich frage nicht, höre noch, wie meine Mutter weint über ihre Kälte.
Die Kälte ist vielleicht auf Trauer gegründet, auf die Erschöpfung, die entsteht, wenn auf Trauer neue Trauer folgt und nicht Freude. Zwei kleine Jungs alleine durch den Krieg gebracht, zwei weitere Kinder verloren, worüber niemand spricht, ich erfahre es nebenbei, Jahre später. Zwei Jungs großgezogen, nachts gearbeitet, tagsüber gearbeitet, 11 Geschwister verloren, den Mann. Ich weiß nicht, welche Falte auf diesem Foto welchen Kummer darstellt. Der Vater meines Vaters im Krieg gefallen. Kein Ort, kein Datum, keine Erinnerung, nur ein Name. Ich gebe diesen Namen an meinen Sohn weiter, wie es jüdischer Brauch ist. Nur einen Namen. Ich habe kein Bild zu ihm, weiß keine Haarfarbe, keine Stimme, keine lustige Geschichte, die vielleicht von den Jahren und Wiederholungen verfälscht worden ist. Es waren die Nazis, die Deutschen, die meinem Vater den Vater genommen haben. Deshalb wollte er nicht nach Deutschland ziehen. Da zieht man doch nicht hin zu denen, die einem den Vater nehmen. Es sei denn, das es sei denn, kam später. Nach dem Krieg hatten alle Kinder in dem Haus, in dem auch mein Vater aufwuchs, zusammen einen einzigen kaputten Ball. Der diente den Jungs als Fußball, den Mädchen als Puppe. Sie teilten in sich, stritten bestimmt darum. Im Ball war keine Luft, er hatte Löcher. Vom Streiten erzählt mein Vater nichts. Das Haus war gelb und seine Mutter arbeitete rund um die Uhr. Er, der Ältere, kümmerte sich um seinen 4 Jahre jüngeren Bruder. Mein Vater kann das mit Spielzeug überfüllte Kinderzimmer seiner Enkel nur schwer ertragen. Die haben doch keinen Platz mehr dafür, erklärte er meiner Mutter, wenn sie wieder neue Spielsachen anschleppt. All das, was sie ihren Kindern hat nie kaufen können, weil es das einfach nicht gab. Das finde ich, sagt mein Sohn, gut, dass ich nach meinen Urgroßvätern heiße. Und du, nach wem heißt du? Ich heiße nach mir. Es sei denn, kommt später, an einem Sonntag, irgendwann im August. Die Sonne scheint, es ist warm draußen. Ich spiele, ich weiß nichts davon, fahre Rad, renne mit nackten schwarzen Füßen. Mein Vater fährt von der Datscha nach Petersburg zurück. Der Dreck vom Wochenende, von der Gartenarbeit, klebt noch unter seinen Fingernägeln. Mein Vater weiß nicht, wie man das Wort Erholung buchstabiert. Mein Vater kennt nur das andere, die Pflicht, das Leben. Morgen früh geht es wieder zur Arbeit und wer weiß, wann die Tram heute kommt. Er blickt aus dem Fenster, sieht Bäume, sieht Datschas, sieht nichts. Er ist froh, in diesem Zug einen Sitzplatz ergattert zu haben. Oft genug muss man stehen. Er überlegt, wie lange es vom Bahnhof mit der Metro und der Tram nach Hause braucht. Rechnet mit ein, dass er vielleicht 2, 3 Metrozüge verpasst, weil so viele Menschen von ihren Datschas in die Stadt strömen und alle in den holpernden Zügen an derselben Metrostation ankommen. Seufzt. Wann ist er da? Wann hat er gegessen? Wann schläft er? Mit Ordnung übertünchte Tage. Er hat nicht gelernt, nach Wünschen zu fragen. Deshalb bringt er es auch mir nicht bei. Die Menschen um ihn herum, ebenfalls vom Leben ermüdet. Sie schleppen eingelegte Gurken, Marmelade in Gläsern, Dill, der bereits hier im überhitzten Zug zu welken beginnt. Dreck unter den Stiefeln, den Füßen, den Nägeln, Dreck in der Nase, im Gesicht, rußschwarzer Hass auf das holprige Sein. Der Zug tuckert, Gespräche surren, Beschwerden. Sie stehen auf meinem Fuß, machen Sie Platz für meinen Korb, Sie, Mensch. Und jetzt geschieht etwas, das mein Vater für unmöglich gehalten hätte. Jetzt geschieht etwas, das seine Zukunftspläne ändern wird, das mich diese Worte schreiben lässt in einer anderen Sprache. Der Mann, der meinem Vater gegenüber sitzt, hebt seinen Fuß an, seinen Stiefel. Hebt seinen Fuß, seinen Stiefel an, der Mensch. Er sitzt meinem Vater gegenüber. Was hat er dabei in seinem Korb? Rhabarberkompott möglicherweise? Pfifferlinge, Steinpilze, Schmierröhrlinge, selbst gesammelt und eingelegt, hebt den Fuß an und legt ihn seelenruhig ab auf dem Knie meines Vaters. Dieser Blick, со злостью, mit Bosheit. Der Mann blickt meinem Vater mit dieser Bosheit in die Augen. Mein Vater hat keine Worte, keine Fragen. Was hat der Mann an Unglück, an Hass ertragen, was niemals als Rechtfertigung dienen darf? Mein Vater rückt sein Bein beiseite, rutscht ein paar Zentimeter nach rechts ans Fenster, soweit es geht. Sobald mein Vater sein Bein, sein Knie zur Seite gerückt hat, rückt auch der Mann seinen Fuß, seinen dreckigen Stiefel nach. Putzt den Stiefel demonstrativ am Knie meines Vaters ab, reibt, scheuert, genießt, spuckt Worte aus. Mein Vater sieht sich um.
Geh doch nach Hause, du Drecksjude, geh doch nach Israel, da gehörst du hin. Es ist jene Zeit, Anfang der 90er, als die Menschen auszureisen versuchen. Nach Israel, in die USA, einige nach Kanada, wo immer man auch aufgenommen wird. Mein Vater sieht sich um und um ihn herum sehen die Menschen sich um, sehen zu, sehen weg, sehen ihm nicht ins Gesicht, sehen aus dem Fenster auf ihre Körbe, ihre Schuhe in sich hinein. Mit ansehen, das mit und das an, zwei Silben, fünf Buchstaben, eine Entscheidung. Das ist, was uns zu Menschen macht, Entscheidungen treffen können. Zu Unmenschen macht es uns auch. Als mein Vater an diesem Tag nach Hause kommt, die Tüten mit den eingelegten Gurken stellt er im dunklen Flur ab, reibt sich die Hände, in die die Träger der Tüten Rillen geschnitten haben, in der Metro musste er stehen, hat er eine Entscheidung getroffen. Es dauert noch Monate, bis wir nach Deutschland kommen, aber es war in diesem Zug, dass die Entscheidung fiel. Ich lese noch ein kurzes Stück vor von der tatsächlichen, also von dem Moment der Ausreise. St. Petersburg ist schwarz, als wir die Stadt verlassen. Das Leben dort grau. Grauer Asphalt, graue Hochhäuser, die Richtung Himmel streben, Pfützen überall vom Winter hinterlassen, als habe er vergessen, den Matsch mitzunehmen. Den Westen denke ich mir bunt. Bunt wie die Cola- und Fanta-Dosen, die die Mutter meiner besten Freundin, eine Übersetzerin, die deshalb nach Norwegen reisen durfte, mitgebracht hat. Leere Dosen, die nun bei ihnen in der Vitrine stehen, Ausstellungsstücke aus dem Westen. Denke in mir bunt wie die Filzstifte aus dem Ausland, die ein Mädchen mit in die Schule brachte. Bunt wie den Schulrucksack des ungarischen Jungen in meiner Klasse, von dem ich meine, dass er aus dem Westen kommt. Der eiserne Vorhang hängt weiter östlich, wenn man aus der Sowjetunion auf ihn blickt. Es ist der 2. Mai 92, es ist 23.55 Uhr, als der Zug das, was sie bald meine Heimatstadt nennen werden, verlässt. Ich merke mir diese Abfahrtszeit genauso auf die Minute. Im Flur hängt ein Zettel mit der Uhrzeit, damit alle, die uns besuchen, die vorbeikommen, um Sachen abzuholen, die wir verschenken, weil wir sie nicht mit nach Deutschland nehmen können, wissen, wann wir fahren und beim Abschied dabei sein können. Wer kommt, schreibt mein Vater dazu, und es stehen ganz viele Ichs darunter. Haben meine Eltern diesen Zettel mitgenommen als Erinnerung? Wer war es, der den Mülleimer öffnete und ihn zerknüllte, bevor er oder sie ihn wegschmiss? Wir sagen Pizir, liebevoll, die Abkürzung von Petersburg. Jetzt ist sie dunkel, schwarz in dieser Nacht. Der 3. Mai bricht gleich an und mit ihm das neue Leben. Ich bin 11, ich erzähle mir diese Bedeutsamkeit, flüstere sie. Es ist dunkel, wir stehen am Fenster im engen Zugflur, meine Eltern, meine Barbie und ich. Das Fenster ist schmutzig, ich sehe schwarz vereinzelte Lichter, vielleicht verschwommene Häuser und sicher sehe ich die Gesichter nicht mehr, nicht die Menschen, die mich eben noch in diesem Leben, das wir heute an diesem Sonntag in dieser Nacht hinter uns lassen, an sich gezogen, gedrückt, auf die Wangen, auf den Scheitel geküsst haben, die stinkendes Lippenstiftrote auf meinen Wangen hinterlassen, ich habe es mit dem Ärmel wegzuwischen versucht. Meine zwei besten Freundinnen, obwohl fast Mitternacht ist, es gibt dieses eine Bild, auf dem ich zwischen ihnen auf dem Bahnsteig stehe, grinse. Es ist wie ein Rückblick in die 80er Jahre, dieses Bild, obwohl wir bereits in den 90ern sind. Ich sehe die Gesichter nicht mehr, meine Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen sehe ihre Tränen nicht mehr, sehe nur, wie ich mich selbst spiegele im Fenster. Mein Vater neben mir. Merkt ihr diesen Augenblick, sage ich mir, und dann merke ich mir das andersherum. Ich merke mir nur, wie ich mir das selbst befehle, den Augenblick zu merken. Всё, sagt mein Vater, выезжаем из города. Fertig, jetzt verlassen wir die Stadt. Ab jetzt sehe ich nur noch dunkel. Es gibt keinen Grund mehr, an diesem Fenster zu stehen. Es gibt überdies kein Zurück. Ich zögere und rufe nicht an. Was habt ihr gefühlt in diesem Moment? Wisst ihr das noch? Habt ihr euch auch Sätze gemerkt? Worte, Farben, Gefühle? Habt ihr euch die Abwesenheit von Licht gemerkt? Hieltet ihr euch an den Händen? Warft ihr euch Blicke zu über meinen Kopf hinweg? Ich weiß nicht, was ich nicht hören will. Eine ehrliche Antwort? Tränen in der Stimme? Bedauern? Bereuen? Die zwei kürzesten, treffendsten Wörter? Dlitsibia, für dich. Haben wir alles für dich gemacht, für deine bessere Zukunft, für dein Glück.
diese Bürde, glücklich sein zu müssen für all die Menschen, die man liebt. Und über die Definition von besser haben wir nie gesprochen. Diese Bürde des eigenen Glücks. Ja, vielen Dank schon mal für den ersten Einblick. Ich würde gern am Anfang ein bisschen was zur Entstehung und zur Form des Romans fragen, bevor wir sozusagen ganz inhaltlich einsteigen. Ich habe in einem Interview mit dir mal irgendwo gelesen, wenn es ein Buch gäbe, was du wirklich, wovon du immer geträumt hast, es mal zu schreiben, dann wäre es dieses Buch am ehesten gewesen. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen? Ich glaube, dass ich das gar nicht als Traum begriffen habe, weil ich mich viel länger damit beschäftigt habe, dieses Buch nicht zu schreiben, als es zu schreiben. Also ich habe quasi einfach jahrelang vermutlich das Gefühl gehabt, es schreiben zu wollen, zu müssen, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, und habe immer gedacht, dass ich das nicht darf und auch nicht kann auf sehr vielen Ebenen. Also nicht darf aus, also erstens, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es ein sehr narzisstisches Vorhaben ist. Dann nicht darf, weil ich natürlich nicht nur meine Geschichte erzähle, sondern auch die meiner Familie. Und weil ich das aus meiner Perspektive erzähle und weil ich diejenige bin, die die Sätze bildet und die auswählt, was erzählt wird. Und nicht kann, weil ich das Gefühl hatte, es brauchte eben eine bestimmte Form, von der ich nicht wusste, wie sie auszusehen hat. Und dann ging das Buch nicht weg. Und also es tauchte einfach immer wieder auf. Und ich weiß, das klingt immer so fürchterlich romantisiert, wenn AutorInnen dann solche Dinge sagen oder wenn es heißt, meine Figuren machen, was sie wollen und ich habe damit nichts zu tun. Und eigentlich mag ich diese Sätze nicht. Aber es war einfach tatsächlich so, dass ich immer wieder zu diesen, also es war so, als würde ich diese Themen umkreisen. Und immer wenn ich über gebeten wurde, zum Beispiel für ein Essay etwas zu schreiben, was ein relativ breites Themenfeld war, dann kehrte ich eben zu diesen Themen zurück und hatte dann das Gefühl, ich schreibe zum Beispiel immer wieder über meinen Vater. Es gab dann irgendwie ganz viele Dateien im Computer, die hießen Papa 1, Papa 2 und so weiter und so fort, mit denen ich nie was gemacht habe. Und irgendwann mal, und das kam tatsächlich, glaube ich, also es war wie so eine, ich habe dann angefangen und ich weiß nicht, ob sich dieses autofiktionale Schreiben, was du benannt hast, ob sich das in den letzten Jahren tatsächlich vermehrt hat, also ob es mehr Bücher gibt, die autofiktional funktionieren oder ob ich mir diese Bücher wahrgenommen und gelesen habe. Ich weiß nicht, was das Huhn und was das Ei war, aber es hat mir tatsächlich einfach Stärke gegeben, zu merken, dass es geht, dass diese Art von Schreiben funktionieren kann und dass es eben nicht nur eine narzisstische Bloßstellung von etwas sein muss, sondern dass es auch trotzdem Literatur sein darf. Und irgendwann mal, also als ich tatsächlich damit angefangen habe, habe ich mir noch erzählt, es wird kein Buch, sondern ich schreibe das jetzt einfach so vor mich hin und dann sehe ich weiter so. Und irgendwann mal wurde es dann eben, also habe ich einfach gemerkt, jetzt bin ich bei 120 Seiten und jetzt kann ich auch nicht mehr so tun, als ob. Ja, was du beschreibst, liegt ja in diesem Genre schon begründet, diese Problematik und zugleich die große Chance, dass in dieser Form der Autofiktion ja eine Art Versprechen nach großer Offenheit liegt. Das wird auch immer wieder in den Besprechungen hervorgehoben, wie schonungslos offen du in diesem Buch bist. Und es gibt aber auch die andere Seite. Also auf der einerseits schonst du dich nicht und schonst du deine Familie nicht und dann tauchen aber auch Passagen auf, zum Beispiel in dem deine Mutter oder die Mutter der Erzählerin sagt, bitte schreib nicht über uns. Und es gibt Passagen, in denen du diese Frage umkreist, was du auch weglässt und was du wieder streichst und was du aber veränderst. Also es gibt sozusagen auch eine Gegenbewegung zu sagen, die sehr behutsam damit umgeht.
ja, wie bist du mit diesem Dilemma umgegangen? Einerseits diese große Offenheit und auf der anderen Seite der Impuls auch, ja, nicht brutal zu sein. Ich glaube, dass ich tatsächlich das für mich so gelöst habe, dass ich dachte, ich muss all diese Zweifel und all diese Fragen muss ich ins Schreiben mit hineinnehmen. Also es funktioniert eben, es ist sozusagen Teil des Buches, Teil des Schreibprozesses, Teil des Umgangs auch mit der Sprache. Und es ist nichts, was ich vorher mit mir selber ausmache und dann ein sozusagen von ein Ergebnis auf Papier bringe, sondern die Suche und die Frage, ob ich darf, in welcher Form ich darf, wie gehe ich mit der Frage eben der sehr egoistischen Perspektivierung um, also all das im Buch zu behandeln, all das mit ins Schreiben hineinzunehmen. Also wenn man irgendwie von der Entwicklung der Protagonistin spricht, dann gibt es natürlich diese Entwicklung im Laufe der Jahre, aber es gibt eben auch die Entwicklung im Schreibprozess und ich glaube, das offen zu legen, das war fast, also ich weiß nicht, ob es der schwierigere Teil war, aber es war auf jeden Fall wie so, als müsste ich eben zwei Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Und es war wichtig. Und ich merke jetzt, also das Buch ist noch nicht mal ein Jahr alt und wenn ich jetzt draus vorlese, dann denke ich schon, dass, also wie ich, also darüber nach, wie ich die Geschichten, also was ich weggelassen habe und was ich vielleicht nicht hätte weglassen sollen oder was ich heute eben anders erzählen würde. Und ich glaube, das Buch ist nichts weiter als ein Standpunkt in einem Prozess. Es ist eben einfach an dem, also irgendwann mal fragte mich mein Lektor, was ich denke, wann ich fertig bin und wie viele Seiten es werden. Und ich sagte, ich kann heute aufhören und ich kann noch 10 Jahre schreiben. Und genauso fühlt es sich an. Es ist nichts weiter als die Datei, die an dem Tag ausgedruckt wurde. Ich finde, was man auch merkt, wenn du vorliest, ist stärker noch, als wenn man selbst, liest, sind diese ironischen Feinheiten auch, die man beim lauten Vorlesen noch stärker hört. Das ist ja auch eine Art, oder könnte möglicherweise auch eine Art von Schutzstrategie sein, neben denen, die du beschrieben hast, also neben dieser Offenlegung von Form und Prozess. Nun ist der Humor und ist die Ironie immer schon ein fester Bestandteil deines Schreibens gewesen und er ist hier sehr fein eingesetzt, aber ich finde, er ist zurückgenommener als in deinen früheren Büchern. Sehr verkürzt könnte man vielleicht sagen, der Ton ist ernster. War das eine bewusste Entscheidung? Ja. Und wenn ja, ja, warum? Weil ich tatsächlich im Nachhinein erst gemerkt habe, wie oft ich eben die Ironie und den Humor als Schutzschild benutzt habe. Und zwar, also natürlich, um mich selbst zu schützen, aber ich glaube auch, um die Lesenden zu schützen, weil es immer einfacher ist, über schwierige Themen auch lachen zu können. Dann freut man sich immer auch bei Filmen, ne? Grundsätzlich bei Kunst irgendwie. Es war ein schwieriges Thema, aber es durfte trotzdem gelacht werden. Das ist irgendwie, scheint ein großes Kompliment zu sein immer. Und ich dachte, jetzt will ich, also es war fast schon so, also nicht rebellisch, aber schon so ein Gefühl von, ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken, wen ich schütze. Also ich, und wenn ich selbst mich nicht, die einzigen, die ich tatsächlich schützen wollte, waren die anderen, die ich miterzähle, aber ich wollte weder mich noch die Lesenden schützen. Und der Humor ist, also ich dachte gerade, du sagtest gerade fein eingesetzt, ich glaube, er ist mir eher rausgerutscht. Also ich habe den gar nicht bewusst eingesetzt. Und es freut mich, dass er noch da ist. Aber es ist tatsächlich, und auch das ist ein Gedanke, den ich ins Schreiben mitgenommen habe, wie erzählt man Geschichten? Also wie erzähle auch ich Geschichten, die ich schon mal erzählt habe? Wie erzählen meine Eltern dieselben Geschichten? Mit was für einer Haltung, wofür stehen die symbolhaft? Und ich glaube, ich habe vieles humorvoll erzählt, um es allen leichter zu machen. Und zwar nicht nur mir. Und das wollte ich jetzt nicht mehr machen. Sehr eng verwandt mit dem Ton, also mit diesem veränderten Ton, ist hier die Sprache. Das habe ich gerade schon angedeutet. Und das ist, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil ich es so besonders finde. Das ist eine besondere Sprache, aber sie ist zugleich, finde ich, wahnsinnig triftig, also passend gestaltet. Sie ist
assoziativ, du lässt diese Sätze, die sind oft fast seitenlang, du lässt sie treiben, du schweifst ab, du lässt die Gedanken kreisen, du arbeitest mit Wiederholungen, mit Satzfragmenten, mal fehlt das Verb, mal fehlt das Subjekt. Also eine sehr freie Satzform. Und ich dachte, ja, das ergibt total Sinn, weil so funktioniert Erinnerung. Wir erinnern natürlich nicht in geradlinigen, sauber abgeschlossenen Sätzen. Die Sprache fährt hier manchmal regelrecht zickzack, so wie es diese schöne Szene gibt, wo der Onkel der Erzählerin zickzack mit seinem Auto fährt und die Erzählerin sitzt hinten drauf, ist noch ganz jung und erlebt dieses durchgeschüttelt werden als ganz großen Befreiungsmoment. Auch das habe ich in der Sprachgestaltung wiedergefunden. Wie hat sich das, du sagst, es war ein Prozess, aber wie hat sich das beim Schreiben entwickelt oder angefühlt? Was war dir wichtig bei der Sprachgestaltung? Ich glaube, dass ich mir dadurch, dass ich mit Erinnerungen gearbeitet habe und eben auch über eine Zeit geschrieben habe, in der ich die deutsche Sprache nicht nur nicht beherrscht habe, sondern einfach nicht verstanden habe und viele Erinnerungen auch selbstverständlich auf Russisch kam und ich mich auch daran erinnert habe, wann, zu welchem Zeitpunkt ich was gelernt habe an der Sprache, habe ich mir das Deutsche viel mehr von außen angesehen, als ich das, glaube ich, seit Jahrzehnten getan habe. Und das hat mich befreit. Also bevor du sagtest, es ist eine freie Sprache, dachte ich, okay, ich möchte euch was über die Freiheit erzählen. Und es hat sich tatsächlich so ein bisschen so angefühlt, es war wie ein Spiel. Es war so ein bisschen wie so, du Sprache denkst, dass du so funktionierst, mal gucken, ob wir das aus den Angeln heben können. Und das entstand, glaube ich, auch dadurch, dass ich unglaublich viel über die Lücken in den Sprachen nachgedacht habe. Also über das, was im Deutschen fehlt und über das, was im Russischen fehlt. Und es gibt, jede Sprache hat ihre Lücken und ihre Stärken und manches kann man in einer Sprache wunderbar wiedergeben und anderes nicht. Und ich erinnere mich viel, also an Sätze, also vieles erinnert, man hat ja immer Bilder im Kopf, aber man hat eben auch so Teile von Dialogen im Kopf oder man hat einen Satz im Kopf als Erinnerung. Und immer wenn ich das übersetzt habe, habe ich gemerkt, was funktioniert im Deutschen und was nicht und genauso natürlich andersherum. Und das hat mir diese Distanz erlaubt und dann eben zu schauen, ob ich irgendwie das Deutsche umformen kann. Das hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Das war wie so ein, es war fast wie so ein Kraftspiel. Mal gucken, wer gewinnt. Und manchmal habe ich gemerkt, okay, das funktioniert jetzt auch gar nicht. Da setzt mir eben die Grammatik doch ihre Grenzen. Und manchmal habe ich gewonnen. Ja, das ist formal auch unheimlich schön gemacht. Also dieses Duell, dieses Spiel mit der Sprache, manche Paragraphen, manche Absätze oder Kapitel fangen ja an wie Lexikoneinträge, also beispielsweise Sprache, die Doppelpunkt oder Sätze, vergessene Doppelpunkt, also so wie man sich vielleicht einen Lexikoneintrag vorstellen könnte, also sozusagen das Versprechen auf eine Definition, auf was Festes, Fixiertes und dann brichst du es aber total auf und sozusagen hebst die Sprache dann in dem, was kommt, aus den Angeln. Ja, vielleicht hören wir noch ein bisschen, hören wir den zweiten Teil? Ich würde einen Teil vorlesen, der in diesem geflüchteten Wohnheim spielt, in das wir damals kamen. Der Deutschkurs findet im Keller einer Kirche statt, mitten in der Innenstadt. Jeden Morgen machen sich alle 60 jüdischen Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die dank einem Losverfahren in dieser schwäbischen Kleinstadt gelandet sind, auf den Weg zum Deutschkurs. Raus aus dem Stacheldraht, hinaus in die deutsche Sprache, die dann direkt ins deutsche Leben führen soll, ins Paradies. Die Alten laufen pflichtbewusst immer ein paar Minuten früher los, brauchen mehr Zeit für ihre müden Schritte, schmerzende Knie, verhornte Füße, für das Luftholen in der sommerlichen Hitze, für das Stehenbleiben, für die kurze Pause auf einer Parkbank im Schatten. Sie ziehen das, was sie gelebt haben, immerzu hinter sich her. Die Kinder müssen im Sommer auch mit zum Deutschkurs. Wohin denn sonst mit denen?
die kann man ja nicht den ganzen Tag allein im Asylantenwohnheim lassen, bei diesen Schwarzen, diesen Jugos und wer da sonst noch außer uns so lebt. So sagen sie das, unsere Eltern. Fragen sich nicht, ob die Bezeichnungen diskriminierend sein könnten. Sommerferien, Deutschkurs, Schonzeit. Bevor wir zu den deutschen Kindern auf die deutsche Schule müssen, wo sie sofort sehen werden, was wir selbst riechen können. Dass wir anders sind. Dass wir geringer sind als sie. Die Deutschen fahren auf dem Fahrradweg, der zwischen Bürgersteig und Autostraße verläuft. Wohin? Mit dem Rad zur Arbeit, erklärt Stefan, der Deutschlehrer. So ein Volk ist es also, eines, das mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Wir hören gar nicht mehr mit dem Wundern auf. Stefan lehrt unsere Eltern und Großeltern Deutsch mit Hilfe von Arbeitsblättern, sonst ist er Student. Auch er kommt mit dem Fahrrad zum Kurs, springt vor der Kirche elegant vom Rad ab, schließt es an, wir schauen ihm dabei zu, Handbewegung für Handbewegung. Auf den Arbeitsblättern sind Kästchen abgebildet, darin schwarz-weiße Gegenstände, Dinge. Ein Buch, eine Nase, im nächsten ein Wurm. Es gilt, den richtigen Begriff unter das jeweilige Bild zu schreiben. Für die Streber mit dem richtigen Artikel. Ich helfe Babuschka beim Ausfüllen, uns Kindern fällt das Sprachenlernen leichter. Zum Beispiel Knieger, das Buch. Oder Djevochka, das Mädchen. Ich bin sächlich geworden. Sächlich kommt von Sache, die. Stefan verbietet mir, Babuschka zu helfen. Sie soll das selbst lernen, sagt er. Die Dinge haben bereits angefangen, sich zu drehen, wer wem eine Hilfe ist. Ich langweile mich durch den Tag, wenn ich nicht helfen darf, sitze neben Babuschkas starr aus dem Fenster. Wenn die Erwachsenen beim Lernen Pause machen, dürfen wir auf dem großen Platz vor der Kirche spielen. Stefan, der Student, lässt sich bei Irina, der Friseurin aus der Ukraine, die zwei Zimmer weiter wohnt, die Haare schneiden, weil die deutschen Friseure, ein Gerücht, das sich mit der üblichen Schnelligkeit durch die dünnen Holzwände im Wohnheim verbreitet, 20 Mark für einen Haarschnitt nehmen. 20 Mark. Stefan hat Irina als Dankeschön einen Blumenstrauß geschenkt. Russen im Wohnheim schneidet Irina die Haare nicht oder heimlich, damit wir nicht alle zu ihr gerannt kommen, alle 60. Kinder, Erwachsene, Alte. Sie ist nicht nach Deutschland gekommen, um hier umsonst Russen die Haare zu schneiden. Kurz vor ihrer Ausreise nach Deutschland hat Irina geheiratet. Ein Mann, den sie kaum kannte. Und das ganze Wohnheim flüstert, der wollte doch nur nach Deutschland, der wollte doch gar nicht sie. Sie wartet auf ihren Mann, diese große Liebe, die sie 3 Tage lang kannte, dass er nachkommt zu ihr nach Deutschland, ins Wohnheim. Wir warten jetzt auch mit ihr. Wir wollen alle wissen, wie sie aussieht, diese große Liebe. Irgendwann kommt er nach. Er hat einen Bauch wie unsere Väter, aber Haare hat er, wo unsere Väter Glatzen tragen. Und er lacht. Einmal bringt er uns vom Einkaufen Schokoriegel mit. Er geht nicht zum Deutschkurs, schläft, wenn wir morgens das Wohnheim verlassen. Erzählt, er sei zu Hause in Kiew Koch gewesen. Zum Kochen, sagt er, braucht man keine Sprache. Man braucht nur Lebensmittel. Fleisch, Kartoffeln, Teig oder was denkt ihr zu diesem Thema, Kinder? Wir nicken eifrig, weil wir endlich nach unserer Meinung gefragt werden. Mein Vater sagt, ukrainischer Borsch, das ist eine Köstlichkeit, wenn er gut gekocht ist mit viel Fleisch. Die alte Frau aus der Ukraine aus Zimmer 8 sagt, das kann ich auch, dazu muss man doch nicht Koch sein, das kann jeder. Jeder kann es, aber nicht jeder gut, sagt mein Vater. Vielleicht hofft er auf eine Portion Borsch mit viel Fleisch. Meine Mutter sagt, mit so einem Bauch, wie du ihn hast, musst du auf deine Cholesterinwerte aufpassen. Das hat sogar der deutsche Arzt gesagt, fügt sie hinzu, und damit sind alle Gegenargumente mit einem Schuss erledigt. Mein Vater sagt nichts mehr oder er schreit. Ich liege oben im Stockbett und lese Krieg und Frieden, weil die Tochter der Frau aus Zimmer 8, die Borsch kochen kann, mir das geliehen hat und ich alles, was wir an Büchern mitgebracht haben, bereits ausgelesen habe. 2 Mal. Ich lese nur den Frieden, nicht den Krieg. Die haben dort auch Liebesprobleme, Sehnsucht, wie Irina. Ich schaue vom Stockbett aus auf meine Eltern, meine Großmutter hinunter. Am Esstisch, der auch Schreibtisch und Ablage ist, lernen sie Deutsch, füllen Kästchen aus. Wenn sie nicht weiterkommen, werfe ich ihnen das fehlende Wort hinunter. Ich füttere meine Eltern von oben mit deutschen Krümeln, während Natascha sich im Frieden unsterblich verliebt. Die Kirche, in der sie Deutsch lernen, heißt Friedenskirche. Im Keller und in Frieden erwerben die neuen Jüdinnen und Juden, die Deutschland eingeladen hat, damit sie das jüdische Leben wieder erblühen lassen, die deutsche Sprache.
Buch, Nase, Wurm. Aber vom Bücherwurm, der seine Nase ins Buch steckt, haben viele von ihnen keine Ahnung. Außer den Kindern. Die lernen schnell. Auf dem langen Rückweg am Nachmittag erhoffen die Kinder sich ein Eis in der Waffel. 60 Pfennig die Kugel. Die gibt es in einem schneeweißen Kiosk. Aber die Eissorten, die sind bunt wie die Fahrradhelme der deutschen Kinder. Was übrig bleibt vom Stacheldrahtzaun, von dem Mädchen, vom Gestank im Wohnheim, der sich in uns frisst, was übrig bleibt von dieser Mischung aus Bratfett, Verzweiflung, Schimmel und Angst, das ist die Scham. Die simpelste Scham von allen, die zu sein, die sein zu wollen, zu denken, dass jemand mich mögen könnte. Dazu gehören ein Wunsch größer als alle Geburtstage zusammen, als wäre ich, und der Satz ließe sich beliebig fortsetzen. Dagegen hilft kein Erfolg, keine Therapie, keine Erfahrung. Nichts hilft, weil Scham wehrt. Wenn der Mensch mit Würde auf die Welt kommt, habe ich sie abgegeben, sie vergraben vielleicht. Zusammen mit den Pornoheften, die wir Kinder einmal unter einer der Holzbaracken im Wohnheim fanden. Die Baumaterialien, nun ja, für Asylanten, wie man damals noch sagte, wird es schon reichen, morsches, schimmelverseuchtes Holz. Da lagen die Hefte, die wir durchblätterten, verwirrt und verlegen, unbeantwortete Fragen, die wir vorsichtshalber nicht in Worte fassten. Wir trauten uns nicht, sie zurückzubringen, sie wieder unter der Baracke zu verstecken. Was, wenn sie uns damit in den Händen erwischen? Also vergruben wir sie. Die Lösung, die in Kinderköpfen die logischste ist. Da hinten, hinter dem Hügel, hinter dem noch ganz anderes geschah. Und die Würde, wo war die geblieben? Auch hinter dem Hügel vielleicht. Als wir das Wohnheim verließen in eine eigene Wohnung, war sie geschrumpft, bis sie unsichtbar wurde. Obwohl wir uns sicher gewesen waren, sie mit nach Deutschland genommen zu haben. Was übrig bleibt, ist Scham. Ich schaffe ein eigenes Wort dafür. Mögenswert. Ich bin nicht mögenswert. Ich kann genug Deutsch, um diesen Satz zu bilden. Wir Kinder sitzen draußen im Hof, im Wohnheim, auf dem heißen Asphaltboden zwischen zwei einstöckigen Holzbaracken. In einer davon wohnen wir, die Jüdinnen und Juden. Wir kommen aus Russland, der Ukraine, Moldawien, Weißrussland. Wir waren dort Juden gewesen, aber versuchten so zu leben, als wäre das nicht der Fall. Solange sie uns in Ruhe ließen, solange sie uns nicht an unserem Namen, unseren Nasen, unserer Unfähigkeit, das R zu rollen, erkannten, nahmen das, wenn sie uns erkannten, so hin, sprachen das Wort selten aus, zuckten es nur mit den Schultern. Antisemitismus. Jetzt leben wir hier in einer Holzbaracke in Deutschland. Wir leben, lieben wenig und hassen neuerdings, weil es das andere einfacher macht, das Leben. Wenn es jemanden gibt, über den man etwas sagen kann, wie der ist schuld. Also hassen wir erst einmal die anderen alle, die aus den anderen Baracken. Auch in unserer Baracke bilden wir Koalitionen. Wer spricht heute nicht mit wem? Heimliche Versammlungen hinter zugezogenen braunen Türen und Probleme von Bedeutung. Die Duschzeit wird geregelt. Es gibt eine Dusche für alle 60, die Frauen, die Männer, die Jungen, die Alten. Und jemand muss die kaputte Herdplatte nehmen, die ewig braucht, um heiß zu werden. Die Küche, die wir auch alle miteinander teilen, ist das Zentrum des Geschehens, der Liebe, der Ängste, der Gerüchte, Gerüche, der Erfolgserlebnisse. Wir waren heute bei einem deutschen Zahnarzt, der Erinnerungen. Die Sätze beginnen meist mit bei uns und werden fortgesetzt mit Nostalgie, Bitterkeit und faulendem Stolz. Die Bitterkeit schmeckt nach Kartoffelschalen, aus denen hatten wir bei uns Suppe gekocht. In der Küche bereiten die ukrainischen Frauen Borscht zu und sprechen auf eine Weise Russisch, dass es für mich ungebildet klingt, weil ich aus Petersburg, der Weltstadt, stamme. In der Küche freuen wir uns, die einzelnen plastikverpackten Scheiblettenscheiben zum ersten Mal auszupacken. Bevor wir uns freuen, üben wir. Die Folie an der rot markierten Stelle mit den Fingerspitzen anheben und einmal um den Käse herum. Kleine deutsche Wunder. Unsere Eltern sind jetzt wie wir, sind Kinder. Mit dem aus Zimmer 6 sprechen sie nicht und die Frau aus Zimmer 4 gibt dem jungen Mann aus Zimmer 7 von der Hühnersuppe nichts ab, obwohl sie sonst alle alleinstehenden Männer mitfüttert. Dem, der eines Tages eine Knarre zieht. Keiner weiß, woher er die Knarre hatte, weil er nicht mehr kann. Das gedrängte Leben mit den fremden Menschen im Zimmer, die jetzt neben einem stehen, während man sich abends rasiert,
deren Schnarchen einen am Schlafen hindert, an allem anderen auch, die immer zu sprechen, streiten, atmen sind. Er zielt erst auf die Zimmernachbarn, dann auf sich selbst, weil er nicht mehr kann, die Erniedrigung, die Einsamkeit, die nicht vorhandene Privatsphäre, alles, was wir niemals in Worte fassen, wozu auch. So ist es jetzt, das Leben. Vielleicht vergessen wir alle, in diesem Enge Menschen zu sein. Er drückt nicht ab, zielt nur, um dann weinend zusammenzubrechen. Keiner weiß, was mit der Knarre später geschieht. Privatsphäre ist hier kein Luxus, es ist noch nicht einmal ein Wort. Wie Kinder sind diese Erwachsenen, plötzlich streitlustig hier im Wohnheim, schüchtern, sobald sie hinter den Zaun treten. Nachts weinen sie und morgen sprechen sie in der Küche darüber, dass sie nicht schlafen konnten, schon wieder. In diesem Land, in dem Kinder mit neonbunten Fahrradhelmen zur Schule fahren, in der Holzbaracke, die zwischen anderen Holzbaracken von Stacheldraht umzäunt steht, werden unsere Eltern zu Kindern. Ich beeile mich, die Sprache schneller zu lernen. Die Mutter, der Vater, das Mädchen. Die, ich will mal Richtung Erinnerungsthematik gehen. Die Gretchenfrage bei einer Autofiktion ist ja immer die nach der Wahrheit. Und du erinnerst dich unheimlich genau an Dinge. Auf der anderen Seite sagt aber die Mutter an mehreren Stellen, du erinnerst dich falsch. Und es gibt noch andere Vorbehalte. Es gibt manche Stellen, an denen man das Gefühl hat, die Sprache bringt überhaupt eine eigene Wirklichkeit erst hervor. Zum Beispiel, wenn es heißt, ich muss diese Worte schreiben, um mir zu wünschen, mit meinem Vater an den Strand zu gehen. Also erst kommt die Sprache und sie schafft eine eigene Wirklichkeit. Also man ahnt, es kann nicht um sowas gehen wie eine letzte faktische Wahrheit, vielleicht eher um sowas wie eine literarische Wahrheit. Aber ja, wie hast du deinen Frieden damit gemacht, mit diesem verflixten Ding namens Wahrheit? Ja, das ist mir der. Ich habe heute von Charlotte Delbault ein Zitat gelesen, oder das, was sie voranstellt, ihren Erinnerungen an den Holocaust. Und sie hat geschrieben, ich kann es nicht Wort für Wort, aber ich kann nichts von der Wahrheit aufschreiben, aber alles, was ich aufschreibe, ist wahr. Und ich glaube, so hat es sich angefühlt. Und ich glaube, das war eigentlich die größte Erkenntnis. Also es ist keine große Erkenntnis, weil es eigentlich klar ist, aber ich habe es mir einfach so bewusst machen müssen, dass alle Erinnerungen nicht wirklich Erinnerungen sind, sondern einfach nur Geschichten, die wir uns von dem erzählen, was vermutlich sich so nicht zugetragen hat. Oder was wir einfach nur aus einem sehr getunnelten Blickwinkel gesehen haben. Und ich habe mich immer gefragt, bei jeder Geschichte, die ich erzählte, und die Erinnerungen waren, so wie du am Anfang auch sagtest, niemals geradlinig, niemals chronologisch, niemals ganz häufig nicht kontextualisiert. Also ich hatte eine Erinnerung, ich hatte keine Ahnung wo und weshalb und warum und wer wie was. Ich wusste nur, da stand das Glas und das Glas war wichtig, aber nicht den Zusammenhang. Und all diese Erinnerungen, ich habe mir einfach mal wieder bewusst gemacht, dass sie jemand anders, komplett anders erzählen würde. Und manchmal, wenn ich ganz verwirrt war, habe ich auch tatsächlich meine Eltern gefragt. Das führte dann ganz schnell dazu, dass es drei Geschichten gab. Dass es auch so Dinge gab wie, das ist nie passiert, aber lass mich dir was anders erzählen, was auf jeden Fall passiert ist. Und ganz viele Dinge sind hochgekommen und andere habe ich vergessen. Und ich habe auch gemerkt, wie unterschiedlich wir die Erinnerung natürlich bewerten. Es gibt eine Stelle im Buch, an die denke ich jetzt, weil ich das gerade vorgelesen habe mit den Kindern, die immer ein Eis wollten an dieser Stelle. Und es gab einen Moment, den ich auch beschreibe, da bin ich Jahre später mit meinem Vater an diesem Kiosk vorbeigefahren mit dem Bus. Und ich glaube, wir haben beide dran gedacht, dass es eben da damals schon Eis gab. Und während ich so darüber nachgedacht, und wir hatten beide die 60 Pfennig im Kopf, die Kugel gekostet hat. Und während ich so drüber nachgedacht habe, krass, 60 Pfennig, wenn man das jetzt umrechnet in Euro und so, und habe so über Inflation nachgedacht, sagte mein Vater aus heiterem Himmel, ich hasse diesen Kiosk. Und dann sagte ich, warum?
Und dann hat er gesagt, es täte ihm so unglaublich leid, weil ich hätte immer mit so großen Augen zu dem Eis gestarrt und er hätte mir fast nie eins gekauft, weil wir kaum Geld hatten. Und das tut ihm im Nachhinein so schlimm leid, dass er diese 60 Pfennig da gespart hat. Und ich habe ganz viele Erinnerungen, also als Kind möchte man ja immer alles haben, ist recht aus dem Osten im Westen, so, ich wollte so ziemlich alles haben. Und ich habe ganz viele Erinnerungen an Entbehrungen, aber an diesen Eiskiosk erinnere ich mich nur, dass ich die Farben des Eises so schön war, fand. Und ich erinnere mich nicht, dass ich drunter gelitten habe, dass ich keins bekommen habe. Es hat mir vollkommen ausgereicht, dieses Eis zu sehen. Und für meinen Vater ist es, also er erzählte mir, dass er manchmal eine andere Buslinie nimmt, um nicht diesen Eiskiosk zu sehen. Und so unterschiedlich können Erinnerungen sein. Und das ist so, und das habe ich mir im Schreibprozess eben auch immer wieder bewusst gemacht und immer wieder mich eben gefragt, warum habe ich mir das gemerkt? Warum ist diese, wofür steht diese Geschichte exemplarisch? Warum erzähle ich die? Oder warum, dann gibt es so Geschichten, die meine Eltern immer wieder erzählen, die symbolhaft für etwas stehen. Warum? Warum halten wir uns an genau diesen Geschichten fest? Und warum haben wir das vergessen? Oder warum habe ich das vergessen? All das habe ich versucht, eben auch ins also eben nicht mit mir auszumachen und dann sozusagen das Ergebnis zu präsentieren, sondern ins Schreiben mit hineinzunehmen. Und das Ergebnis ist von groß, wenn man schon nicht von der Wahrheit sprechen will oder kann, dann ist es doch von großer Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass die vielen, vielen Details und Anekdoten dabei eine wichtige Rolle spielen. Ob sie nun faktisch wahr sind oder nicht, ist vollkommen egal. Sie sind da und sie gestalten den Text, sie machen die Figuren lebendig. Ein paar haben wir jetzt schon anklingen hören. Es gibt auch die Großmutter und ihre Art, sich zu schminken, bevor sie aus dem Haus geht. Oder das Märchentelefon, das man anruft oder anrief und dann erzählte einem eine Stimme ein Märchen. Oder der grüne Sessel vom Sperrmüll oder die Begeisterung der Familie, als sie nach Deutschland kommt, für drehbare Heizknäufe, die man nicht kannte. Und davon gibt es also von solchen Details unglaublich viel. Ich würde gerne dir einfach mal über die Schulter sozusagen auf deinen Schreibtisch gucken. Ich habe mich immer gefragt beim Schreiben, wo holt die Lena das alles her? Also hast du irgendeine bestimmte Technik, das Gedächtnis anzuzapfen oder arbeitest du mit Fotos oder Tagebüchern oder ist es Fantasie? Wie hast du es gemacht? Es war, eines führte zum anderen. Also ich habe überhaupt keinen Plan gehabt. Ich hatte auch nicht im Plan so, das muss ich noch erzählen oder da muss ich noch vorbei, sonst ergibt es keinen Sinn. Ich habe auch nicht irgendwie 5 Geschichten gehabt, von denen ich dachte, oh, die muss ich erzählen, weil sie eben symbolisch für etwas stehen. Sondern ich habe eine Sache aufgeschrieben und dann kam die nächste. So, das, um jetzt bei dem Teil zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind, sobald ich irgendwie das Wohnheim angefangen habe zu beschreiben, kam bei Küche sofort diese Käsescheibletten, weil das einfach so ein, also wir haben die, es war eins der größten Wunder, dass jede Käsescheibe einzeln abgepackt ist und dass es sogar einen roten Streifen gibt, der anzeigt, wo man die Folie aufmachen muss. Es war lange bevor, also zumindest haben wir im Wohnheim damals nicht über den Plastikmüll nachgedacht. Also das kommt dann und dann kommt vom Käse, kommt dann die nächste Erinnerung und dann kommt die Frage, wann haben sich die Dinge gedreht? Wann hat der Käse nicht mehr ausgereicht, um festzustellen, wo man eigentlich angekommen war und wie weit unten man sich quasi in der Gesellschaft befand? Wann ist der Käse kein Wunder mehr, der eben, also wann, also jetzt, weil du auch von dieser Heizung, ne, von dieser, also Heizung, die man dann regulieren kann von 1 auf 5, das gab es in der Sowjetunion nicht, das erfanden, also das waren ganz in der Familie, wir haben dann immer sozusagen, wenn wir uns zum Essen getroffen haben, hat jeder dann erzählt, wer in welchem Zimmer, wer das wie gedreht hatte, das war ein großes Gesprächsthema. Und ich habe mich dann gefragt, wann war das nicht mehr so? Also wann wurde die Heizung zu einer Heizung? Und dann entsteht aus dem die nächste Geschichte. Und das war wirklich, also es war ganz schwer, dieses Buch anzufangen. Aber als ich es angefangen habe, war es wie ein natürlicher Fluss. Und ich habe am Anfang gedacht, ich müsste noch mehr recherchieren und ich müsste bestimmte Themen mit hineinbringen. Und
müsste mir vielleicht auch Fotos angucken oder müsste Leute befragen. Und irgendwann mal hatte ich das Gefühl, es ist eigentlich alles da. Ich muss es nur aufschreiben und ich muss gar nicht konzeptionell mir überlegen, hier fehlt was, hier erzähle ich 2 Jahre nicht und dafür verbleibe ich irgendwie aber 20 Seiten in 3 Minuten. All diese Gedanken nach dem Inhalt waren nicht da, weil es sich ganz natürlich anfühlte. Ja, das bewundere ich sehr, weil es so, also das Buch lebt ganz von diesem assoziativen Fluss, den du beschreibst, und zugleich stelle ich es mir so schwierig vor, dem auch zu vertrauen und sozusagen und sich nicht immer wieder zu ermahnen oder zu zwingen, eine irgendwie klare Statik aufzubauen, sondern daran zu glauben, dass dieses Assoziative sich treiben lassen, dass es für sich trägt und das tut es, und es ist sozusagen in der Form ja auch sozusagen das Eigentliche des Romans in meinen Augen. Aber das Schöne war, dadurch, dass ich ja beschlossen habe, all diesen Zweifel zum Beispiel, funktioniert es assoziativ, wie lesen es andere, wie, also was passiert, wenn ich Dinge versprachliche, dadurch, dass ich darüber geschrieben habe, hatte ich nicht diese langen Phasen, in denen man denkt, was mache ich hier eigentlich, sondern ich konnte das einfach mit hineinschreiben. Das war, also eigentlich habe ich es mir leichter gemacht damit. Ich würde gerne noch mal zu der Hauptfigur kommen, Lena. Sie merken schon, ab und zu sage ich, das bist du, dann sage ich wieder die Erzählerin, aber das ist sozusagen, das ist eingebaut. Ja, sozusagen, daran sieht man vielleicht schon so ein bisschen dieses changierende Moment und das Flirrende dabei, dass ich hoffe, das darf so sein. Die Entwicklung der Hauptfigur, du hast es vorgelesen, sie leidet ja zu bestimmten Zeiten unter den familiären Vorprägungen, den Erwartungen, auch ein gewisser Leistungsdruck und vor allem, wir haben es gehört, sozusagen dieses Glücksversprechen. Wir haben das alles gemacht, damit es dir mal besser geht. Dann musst du jetzt aber auch glücklich sein, und sogar die Zukunft als Poetin ist der Erzählerin schon in die Wiege gelegt worden, buchstäblich in einem Brief vor ihrer Geburt. Und sie tut dann ganz viel im Laufe der Zeit, um diese Prägungen abzustreifen und diese symbolische Nabelschnur loszuwerden, von der sie schreibt irgendwann, sie ist einfach wahnsinnig lang. Ich kann gar nicht so schnell rennen, um sie loszuwerden. Also sie sehnt sich danach, mehr ich zu sagen, weniger wir. Das ist meine Geschichte, sagt sie, auch wenn sie nicht mir alleine gehört. Lange Rede, kurzer Sinn, also das Aufschreiben der Geschichte, ja, verkürzt vielleicht vorstellbar als eine Art Selbstbefreiung und zugleich aber eine, die ja so funktioniert, dass sie sich sehr genau ansieht, wo komme ich her und was macht mich aus. Also keine Abrechnung, sondern ein sehr liebevoller Blick auf die Herkunft. Das fand ich ein wunderbares Paradox. Und meine Frage wäre, wie empfindest du die Geschichte, die Entwicklung von der Figur oder von dir und dieses Verhältnis sozusagen auf der Selbstbehauptung und Abstreifung auf der einen Seite und zugleich eine erinnernde, ja, fast zärtliche Hinwendung an die Herkunft. Ich habe das genauso, also ich habe mich tatsächlich gewundert, das ist eins der Dinge, die man eben, glaube ich, auch nicht planen kann, darüber, wie diese zwei Gegenbewegungen, erstens auf der einen Seite eben so, wie du das beschreibst, dieses sich freimachen müssen von allen Erwartungen und auch den Zuschreibungen, mit denen man leben muss. Und auf der anderen Seite genau darüber zu schreiben, also die Befreiung liegt eigentlich für die Figur in der Nähe, also sozusagen, also in exakt dem Gegenteil von dem, was sie dachte, was die Befreiung ist. Und das ist etwas, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Das hat sich entwickelt im Schreiben. Und ich hätte das auch, also ich verstehe das, glaube ich, erst jetzt, obwohl ich letztens bei einer Lesung festgestellt habe, dass ich es schon notiert habe. Aber eigentlich begreife ich erst jetzt, wie sehr diese Zuwendung zu den Themen und auch diese bewusste Auseinandersetzung auch mit schmerzhaften Erinnerungen die eigentliche Befreiung ist und nicht dieses Gegenteil davon, nämlich von, ich möchte nichts mit den Zuschreibungen, mit den Erwartungen zu tun haben.
Also eigentlich ist die Zuwendung zum Wir die Findung des Ichs. Das klingt jetzt sehr gestelzt, aber es fühlt sich so an. Das ist, also genauso habe ich es empfunden und es ist wirklich eine große, ein toller Clou oder eine große Überraschung auch beim Lesen. Und es findet sich, finde ich, wunderbar nachvollziehbar aufgehoben an dieser Stelle. Du hast es ja vorgelesen, ich werde diesen Geruch des Wohnheims einfach nicht mehr los, egal wie sehr ich es auch versuche, auch noch Jahre später. Und dann steht als letzter Satz, ich glaube, das hast du jetzt nicht vorgelesen, und ich habe es lange gebraucht, um zu verstehen, dass es auch ein Glück ist, dass es eben nicht aufhört und dass dieser Prozess weitergehen kann, aber auch weitergehen darf und soll und dass es auch ein Glück sein kann. Ja, Sie merken schon, ich komme hier ins Tratschen. Wir wollen natürlich auch Sie zu Wort kommen lassen. Vielleicht hören wir zum Abschluss aber sozusagen des primären Textes noch eine dritte Textstelle und dann kommen Sie natürlich zu Ihrem Recht. Dann lese ich noch ein kurzes Stück vor. Schwimmen lernen. Ich schwimme. Ganz ruhig schwimme. Ich schiebe das Wasser weg, drifte, atme, befehle dem Wasser zu weichen. Schwimme in einem Meer, in einem See, einem Becken, einem Pool. Im Pool eines Hotels. Das ist die Geschichte des Mädchens, das manchmal fehl am Platz ist, immer noch. Es hat dann keine Sprache in diesen Momenten, die es sich nicht aussuchen kann. Es sucht dann einfach nur wieder den Boden unter den Füßen, den Deutschen, irgendeinen. Ich schwimme und langweile mich dabei. Eine Bahn nach der anderen. Ich beobachte die Uhr an der Wand, zähle die Minuten. Irgendein Hotel, irgendein Pool. Ich spüre nicht, dass mir gleich 2, 3, 7 Tränen über die Wangen rollen werden. Tropfen ohne Sinn. Habe ich mir selbst beigebracht, das Schwimmen. Gab kein Seepferdchen bei uns, gab kaum Schwimmbäder und zu den wenigen hatten nur besondere Menschen Eintritt oder Menschen, die besondere Menschen kannten. Meine Eltern, die selbst kaum schwimmen konnten. Bei der Datsche gab es einen See. Da tobten wir herum, japsten nach Luft, schluckten Wasser, wälzten uns dann im Sand, sprangen von Baumwurzeln, die aus einem Hügel ragten und warfen uns noch einmal in den See, schnappten mit den Zehen nach Algen, waren glücklich, waren Kinder. Mehr nicht und auf gar keinen Fall weniger. Nachdem mein Onkel ertrunken war, gab es keinen See mehr für mich wegen Babuschka. Sie gingen nicht mehr zum Wasser, nicht an den See oder zum Fluss und alleine durfte ich nicht. In Deutschland gab es Schwimmbäder, die jeder betreten durfte, jeder, der das Eintrittsgeld bezahlt. Am dritten Tag im neuen Land verließen wir vorsichtig die erste Aufnahmestelle, in der wir zwei Familien, die sich nicht kannten, zwischen nicht ausgepackten Taschen und Koffern in einem Zimmer hausten, nachts dem Schnarchen, den Seufzen Fremder lauschten, ihren Ängsten. Und draußen der fremden Sprache. Wir warteten darauf, in unser richtiges Asylantenheim verschickt zu werden, in dem wir 1,5 Jahre bleiben sollten. An diesem dritten Tag in Deutschland verließen wir die Aufnahmestelle, um einen Supermarkt zu finden. Die Angst lief voraus, mein großer Bruder hielt mich an der Hand, während wir uns auf deutsche Straßen wagten. Das Adjektiv Deutsch, in jenen Wochen verträumt und fern, jetzt hat es nationale Sonnenbräune bekommen. Vor uns ein Freibad. Diese blaue Rutsche, von der wir nicht wussten, wozu, was macht man damit? Wir konnten uns nicht vorstellen, dass sich jemand traut, dass jemand da hinein darf, in dieses Blau. Ein Mädchen, das schon seit ganzen 10 Tagen in Deutschland lebt, erklärte, das ist für die Reichen, da gehen sie schwimmen. Durch Zaunstäbe sahen wir lachende, rennende Kinder, gaben den Zaunstäben noch keine symbolische Bedeutung, staunten nur. So kann man auch leben. Noch später in Deutschland, in der deutschen Schule, all die Kinder, die schwimmen konnten, woher eigentlich? Es gab in diesem Deutschland den Montag mit dem Schulschwimmen und es gab meine Tränen. Ich will da nicht hin, ich bin die Einzige, die das nicht kann. Es gab meine Mutter, die mir manchmal eine Krankschreibung schrieb, weil sie meine Tränen nicht ertrug, manchmal nicht. Und es gab meinen Vater, der Kavajisen, so ist das Leben. Die Angst vor deren Lachen, vor der Umkleide, vor dem Sprungblock, vor dem Sonntag, weil nach dem Sonntag der Montag kam, zuverlässig. Mein Vater mit seinem Satz, so ist das Leben, er packt ihn in mich hinein, um mich vor diesem Leben zu schützen. Das Schwimmen habe ich mir Jahre später alleine beigebracht, wie immer. Hab meinen Eltern nie die Schuld gegeben, nicht für das Alleine, nicht für das wie immer.
weil sie mir die anderen Dinge beigebracht haben, die wichtigen Dinge im Leben. Hab geübt. Schau mir zu, sag mir, was ich falsch mache. So ist es so besser und warum, was mache ich da falsch? Und die Arme, sind die richtig? Hab mich konzentriert auf das Schwimmen, die Armhaltung, die Beine und darauf, sich nicht für diese Fragen zu schämen. Hab's gelernt, sag aber nicht wann. Hab es meinen Kindern beigebracht, jetzt können wir nebeneinander schwimmen. Meinen Eltern erzähle ich am Telefon davon, mein Vater geht nicht ins Schwimmbad. Kannst du das denn? Schwimmen? Fragt er skeptisch. Tropfen ist ein schönes deutsches Wort. Aus dem Himmel fallen Regentropfen. Wissen nicht, dass sie in Pfützen fallen, in Pfützen Kreise ziehen. Wissen nicht, fallen nur. Tränen, Tropfen, die ohne Wissen aus Augen fallen. Ein Pool im Hotel, ein Wort, das meine Eltern nicht richtig aussprechen, diese zwei O's, die im Englischen zu einem U werden. Wir waren im Pool, sagt mein Sohn. Wo wart ihr? Fragt meine Mutter. Weißt du, ich kann doch kein Englisch, ich kann nichts, bin schon eine alte Oma, komme aus einem anderen Land. Wir hatten ja nichts. So beginnen die Geschichten meiner Mutter, so hören sie auch oft auf. Dass sie auch vergisst, was wir stattdessen hatten, statt der Pools, wie ich. Ich schwimme im Pool. Draußen vor dem Fenster fallen Tropfen, es regnet in die Berge hinein, in den See, der sich vor dem Hotel erstreckt. Blicke in den Regen hinaus. Jetzt fallen Tränen aus den Augen. Ich weiß nicht warum, auch nicht warum jetzt. Als hätte ich es mir nicht verdient, hier zu sein, dem Regen zuzusehen, wie er in die Berge fällt, zu schwimmen. Ich kann schnell schwimmen und langsam. Ich strecke die Arme aus, ich ziehe Bahnen, ich schwimme, bis beides eine Selbstverständlichkeit wird, dass ich schwimme und dass ich hier schwimme. Tränen sind Tropfen, in denen eine Geschichte steckt. Ich schicke meiner Mutter ein Video, auf dem mein Sohn vom 3-Meter-Brett springt. Siehst du, jetzt hat er dich übertroffen, schreibt sie zurück. Weißt du noch, die Dienstage, an denen du nicht in die Schule wolltest? Die Montage, antworte ich. Die Montage waren es. Nein, die Dienstage, widerspricht sie mir. Montags bekamst du Kopfschmerzen, begannst zu weinen. Wie willkürlich unsere Erinnerung doch ist, schon bei Wochentagen. Ich antworte nichts mehr. Liege lesend im Gras, mein Sohn springt währenddessen vom 3-Meter-Brett ins Wasser. Fragt sich nicht, wo er hingehört, springt einfach. Diese Geschichte ist ein Trotz, sie ist ein Trotzdem. Ich würde den Schluss noch kurz vorlesen. Einmal, es ist schon etwas her, bin ich auf einer Bühne und irgendwo im Publikum sitzt meine Mutter neben meiner Freundin und ich werde irgendetwas nach der Vergangenheit gefragt. Ich antworte und blicke dabei nicht zu meiner Mutter, sondern in den Saal, in dem die Gesichter verschwimmen, in dem ich den Blick an Details heften kann, die nicht ich bin, auch nicht meine Mutter, die nicht die Vergangenheit sind. Ich hefte meinen Blick an schwarze Brillengestelle und im Schoß gefaltete Hände. Nach der Veranstaltung steht meine Mutter am Rand, wartet, bis ich mit fremden Menschen gesprochen habe, winkt ab, als ich sie zu mir rufe, beobachtet mich, ist stolz, weiß nicht, wie sie manchmal sagt, wie ich das wurde, was ich bin. Was wurde ich, will ich fragen. Durch euch, will ich sagen. Möchtest du einen Kaffee, frage ich sie. Nein, aber ich kaufe dir gerne einen. Und sie durchsucht sogleich ihre Handtasche nach dem Portemonnaie, hektisch, hofft, einen meiner Wünsche gefangen zu haben. Ich trinke einen Kaffee und meine Mutter schaut mir zu, fast einmal nach meiner Hand. Alonuschka, sagt sie. Oder ich wünsche mir, dass sie das sagt, weil sie mich als Kind immer so nannte. Später, nachdem wir uns verabschiedet haben, erzählt meine Freundin mir, wie meine Mutter sich zu ihr beugte, um ihr auch von der Vergangenheit zu erzählen. Wie sie ihr erzählte, was sie mir nie erzählte. Wie sie sich in dieser ersten Zeit in Deutschland im Asylantenwohnheim Sorgen machte, dass ihr etwas passieren könnte. Denn wer würde sich dann um mich kümmern? Wie würde ich das schaffen in diesem neuen fremden Land? Wie leid ich ihr tat, weil ich alleine war, alleine zur Schule ging, weil ich unsicher war, weil ich nicht mehr das Mädchen war, das sie mitgenommen hatte am 2. Mai um 23.55 Uhr in den Zug nach Berlin. Mir erzählte sie das nie, ihre Sorge, dass sie immer nur an mich dachte, dass sie dachte, mein Bruder würde es schon schaffen, 9 Jahre älter als ich, auch mein Vater und meine Großmutter, die hatte ihr Leben gelebt. Erzählte sie das nicht oder hörte ich einfach nicht zu? Das ist deine Geschichte, sagt meine Mutter, als ich ihr diese Zeilen zeige.
Moment, also wir sind noch lange nicht am Ende. Das klingt ja schon so nach Schlussapplaus. Sparen Sie sich den noch auf. Gibt es denn etwas, was Sie schon wissen möchten oder beitragen möchten? Das habe ich gehofft. Ach, jetzt kommt doch hier. Nein, nein, bitte, nur zu. Ich wollte fragen, wie sich... Ich wollte fragen, wie sich das anfühlt, dass eigentlich jetzt so 30, 40 Jahre später oder jetzt 30, die Geschichten aus Geflüchtetenheimen sich immer noch so anhören. Ja. Also es immer noch keine Privatsphäre gibt, die Enge noch die gleiche ist und die Leute immer noch erleben, dass über sie hinweggegangen wird oder auf sie runtergeguckt wird. Also eigentlich müsste man sich ja auch denken, dass sich da in der Zeit irgendwie was entwickelt. Ja, also wir haben vorhin auch drüber gesprochen. Ich würde ja sogar sagen, also von dem, was ich jetzt gerade mit den ukrainischen Geflüchteten mitkriege, hat sich ja sogar verschlechtert mit diesen riesengroßen Turnhallen mit 250 Leuten da drin. Also würde ich sagen, also die haben ja zum großen Teil noch nicht mal eigene Zimmer. Wir hatten ja pro Familie zumindest ein Zimmer. Ich finde es, ich finde es total interessant, weil man damals, also wenn ich es versuche, mir von außen anzusehen, das fällt mir sehr schwer, das einfach nur von außen anzusehen. Wenn ich bei der Sprache bleibe, hat man damals Asylantenheim gesagt und das klang so ein bisschen herablassend oder ja, also es, ich weiß noch, dass in der Schule irgendwie ich immer gefragt wurde, wo ich wohne und dann, wenn ich die Adresse sage, ach, das ist das Asylantenheim, da dürfen wir nicht hin, ja. Und niemand sagt mehr Asylantenheim, man sagt Geflüchtetenunterkunft, das klingt viel besser, aber es hat sich inhaltlich einfach entweder nichts getan oder es hat sich verschlechtert und das sind, es sind einfach exakt 30 Jahre vergangen und das, also, ja, ich ertrage das tatsächlich kaum. Also ich bin auch seit, also auch schon 2015, 2016, aber auch jetzt versuche ich da irgendwie so gut ich kann aktiv zu sein in der Hilfe, weil ich, also und merke, wenn ich jetzt am Bahnhof stehe und übersetze, also dass ich packe den Satz nicht zu sagen, da ist die Geflüchtete. Also ich bin dann eher bereit, sozusagen noch aus dem eigenen Geldbeutel noch schnell ein Hotel zu bezahlen, weil ich das nicht hinkriege, die Leute dahin zu schicken. Ich glaube, da hat man also weder aus den 90ern noch in den Jahren danach, noch jetzt vor eben 2015, 2016, nicht so viel draus gelernt. Also ist mein sehr subjektives vermutlich Empfinden. Noch jemand? Bitte. Ich bin immer fasziniert, wenn Menschen in zwei Kulturen aufwachsen oder auch in zwei Sprachen. Da gab es sicherlich auch in der Zeit irgendwann einmal den Zeitpunkt, wo die Sprache kippt, vom Russischen ins Deutsche. Gibt es da Erinnerungen daran und wie hat sich das angefühlt? Also wo sozusagen das Deutsche die beherrschende Sprache wird, die Sprache des Denkens, Träumens, was auch immer. Also ich erinnere mich nicht an den Moment des Kippens, aber ich erinnere mich an die Momente, also ich erinnere mich an so Momente, in denen ich merkte, ich kann mit der Sprache umgehen. Der allererste Moment war, dass ich, also häufig, wenn man eine Fremdsprache spricht, dann hat man, also man hat ein Gefühl dafür, dass einem Worte fehlen oder man hat das Gefühl zu suchen und sich nicht gut ausdrücken zu können, aber man hat nicht so ein Gefühl für einen Fehler, ja, also man merkt nicht, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und irgendwann mal wurde ich gefragt, ich weiß nicht, wie lange ich dann in Deutschland war, ein paar Monate vermutlich, ob ich Geschwister habe. Und ich habe gesagt, ich habe Bruder. Und ich wusste nicht, was der Fehler ist an diesem Satz, aber ich habe gemerkt, er klingt nicht deutsch. Und ich weiß noch, dass ich dachte, okay, ich habe ein Gefühl für die Sprache, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was sozusagen, was ich hätte anders machen können. Aber ich wusste, es klingt nicht richtig. Und daran erinnere ich mich, dass ich, genau, und ich weiß nicht, wann das Träumen kam. Also ich erinnere mich nicht an den ersten Traum auf Deutsch.
Ich erinnere mich aber daran, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ich kann erzählen, ohne nach Wörtern zu suchen. Also ich kann flüssig sprechen. An dieses Gefühl von ich hatte immer gehofft, dass man mir geschlossene Fragen stellt, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Oder auch mit dem Wort meinetwegen, von dem ich nicht wusste, ob es Ja oder Nein bedeutet, aber das ich unglaublich gerne verwendete, weil es so lang war. Und weil ich auch immer das Gefühl hatte, wenn ich die Frage nicht richtig verstehe, dann kann ich mit so einem meinetwegen, kommt man da so quasi. Also ich dachte, es liege zwischen Ja und Nein. Genau, und irgendwann merkte ich, ich habe keine Angst mehr vor offenen Fragen. Ich kann sozusagen antworten. An dieses Gefühl erinnere ich mich. Ich weiß nicht, wer zuerst, genau, erstmal Sie. Du hattest gemeint, dass du dir kurzzeitig überlegt gehabt hast, auch so ein bisschen zu recherchieren. Hast du es denn gemacht, weil das Jahr 92 ist? Ich habe erst wirklich heute mit meiner Schwester darüber gedacht, dass das Jahr 92 ziemlich krass eigentlich war. Also mit dem Ausbruch des Jugoslawienkrieges, Rostock und die Sowjetunion ist irgendwie einen Monat davor auseinandergefallen. Und du warst mittendrin sozusagen, du warst Teil der Geschichte. Oder hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich hab mit Absicht nicht recherchiert, weil ich das, weil auch in diesem eben Suchenden, also dieser Schreibprozess war letztendlich wie so, es fühlt sich an wie so ein Umkreisen, ja, also es ist kein zielgerichtetes Schreiben, sondern es umkreist einfach vieles. Und dazu gehört auch das Vage, also sozusagen dieses, auch weil ich ja ein Kind war, konnte ich natürlich Dinge nicht einordnen. Das heißt, ich wusste, die Mauer war gefallen. Ja, davon hatte ich gehört. Ich hatte vermutlich auch Bilder gesehen, aber ich erinnere mich nicht an die Bilder. Vielleicht wurden sie in der Sowjetunion auch nicht gezeigt. Aber ich erinnere mich, dass alle irgendwie über diese Mauer sprachen, von der ich keine Ahnung hatte, wie sie genau aussieht. Und dieses vage Gefühl, Teil der Geschichte zu sein und dass wichtige Dinge geschehen, ja, also auch, dass eine Ausreise überhaupt möglich ist, aber das nicht einordnen zu können, gehört zu dieser Suche oder hat für mich gehört zu dieser Schreiben, zu dieser suchenden Schreibe, zu diesem eben, ich wollte es manchmal auch nicht wissen. Also manchmal habe ich gedacht, ich verstehe, also weil meine Erinnerungen an die Sowjetunion ja auch so kindlich sind, ne, habe ich mich gefragt, wieso. Also es gibt, also ich erinnere mich zum Beispiel, es gab keine Bananen in der Sowjetunion, aber es gab irgendwie rund um Silvester herum wurden manchmal Bananen verkauft. Ich weiß nicht, woher sie kamen. Ich weiß zum Beispiel nicht, woher sie importiert wurden und warum eigentlich verdammt nochmal im Winter. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine total interessante Frage. Und dann dachte ich, ich will es nicht wissen. Ich will nur diese Erinnerung behalten an diese eine Banane an Silvester. Also zumindest nicht, solange ich schreibe. Aber ich habe es immer noch nicht recherchiert. Also es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ich möchte noch kurz sagen, ich habe auch eine Bananengeschichte, deswegen musste ich gerade lachen, weil ich genau weiß, wann ich meine erste Banane gegessen habe. Und das war dann der 27. Mai 1992, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin und mir dann jemand die Banane gereicht hat. Und die schmeckte mir überhaupt nicht. Ach. Und ich mag bis heute, ich mag jedes Obst, aber nicht diese Banane. Interessant. Ich mag Bananen und ich fand auch, ich mag den Geschmack tatsächlich aus der Erinnerung heraus, weil ich auch von mir selbst erwarte, dass die, also ich erwarte dieses Gefühl auf der Zunge. Ja, mich würde interessieren, inwieweit deine persönliche Emigrationsgeschichte, also Leben in zwei Kulturen, in zwei Sprachen, entscheidend war für dein Schriftstellerinnenwerden oder fiktiv andersrum formuliert. Wären deine Eltern nicht ausgewandert, wärst du heute eine russischsprachige Schriftstellerin? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich ganz häufig stelle. Also vor allem vor dem Hintergrund der russischen Politik und der, also die sich ja jetzt nochmal, ne, also jetzt ist auch das letzte freie Medium verboten worden. Also ich frage mich, ich glaube, ich hätte geschrieben, das glaube ich schon, weil ich nämlich als Kind schon geschrieben habe. Also ich habe
ich habe schon als klar, eben in der damaligen Sowjetunion als Kind habe ich Geschichten geschrieben. Aber ich frage mich häufig, ob ich mich getraut hätte zu schreiben oder getraut hätte, das zu schreiben, was ich denke, und das zu leben, was ich empfinde. Das ist eine Frage, die ich mir ganz häufig stelle. Wie mutig oder vielleicht eben nicht mutig ich gewesen wäre. Dann, wenn nichts ganz Dringendes mehr sich aufdrängt, würde ich sagen, vielen Dank für Ihre interessanten Fragen und Ihre Aufmerksamkeit. Vor allem ganz großer Dank an Lena Gorelick für den schönen Abend. Sie finden auch einen Büchertisch hinten. Viele werden das Buch schon haben, aber Sie wissen vielleicht noch nicht, dass der Trend ganz klar zum Zweitbuch geht. Und wie ich Lena kenne, wird sie vielleicht auch das eine oder andere unterzeichnen. Vielen Dank fürs Kommen und schönen Abend. Alles Gute. Und vielen Dank für die Moderation.